Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen Adventskalender für dich, den ich letztes Jahr auch schon vorgestellt habe, der nicht so häufig hier gezeigt wird. Und zwar geht es heute um den Basler Beauty Adventskalender. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Den bekommen wir für, ich glaube, 59,99 auf baslerbeauty.de. Ich habe dir den Link unten in die Infobox reingesetzt. Und dieses Jahr finde ich ihn deutlich schöner als letztes Jahr, weil letztes Jahr hatten wir ganz dick und fett hier Basler Beauty draufstehen. Jetzt ist er sehr, sehr schlicht, sodass ich den auch super weiterverwenden kann. Und ja, der soll meines Wissens nach nur Pflegeprodukte enthalten. Und ich bin super gespannt, was dieses Jahr hier drin ist, weil ich letztes Jahr auch so extrem überrascht war, was für geile Produkte sich da drin verborgen haben. Natürlich wird es wie immer hier auch eine Verlosung geben. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Und was du gewinnen kannst, sage ich dir entweder im Laufe oder am Ende des Videos. Das muss ich mal gucken, wie sich das so ergibt. Also optisch ist er wirklich, wirklich schön. Ich mag das mädchenhafte Design, dieses, oder ich weiß nicht, dieses rosa-weiß-gold. Das finde ich super, super ansprechend. Kann ich mir super vorstellen, den auch die ganze Adventszeit über bei mir stehen zu haben. Echt klasse. Und man findet die einzelnen Boxen hier sehr, sehr schön. Es ist ein Boxen-Adventskalender. Du hast hier 1, 2, 3 Lagen drin, sodass du halt, ne, das rutscht dir nicht einfach so runter. Das ist total super. Mir gefällt es extrem gut und wir starten jetzt einfach mal. Hier befindet sich die Nummer 1. Als erstes haben wir hier von Biolyn ein Beauty Booster Skin Gel Anti-Aging, sofortige Faltenreduzierung. Also der Adventskalender ist eher was für die Leute, die tatsächlich auch schon ein bisschen Anti-Faltenprodukte verwenden wollen. Ne? Bis zu 18% nach nur 15 Minuten, das ist Willikran, genau. Vegan und silikonfrei und hier sind 13 Milliliter enthalten. Das ist schon mal ganz cool. Also bei so einer Verpackung würde ich sagen, dass es auch sogar schon Full-Size wäre. Ne? Also das sieht so krass hochwertig aus. Es ist auch Milchglas hier unten. Dann hast du hier oben einen Pumpspender. Extrem ansprechend. Du hast in dieser Verpackung sogar einen Beipackzettel. Hier haben wir die Nummer 2. Ach, das ist wieder super schwer. Also ich glaube, wir haben ja auch fast nur Full-Size oder vielleicht Luxusproben. Wow. Von Susanne Kaufmann aus Österreich. Ein Ölbad Winter mit 30 Millilitern. Und du hast hier tatsächlich auch so eine Tannennadel oder sowas drin. Sieht man das? Das ist richtig cool. Dass du hier einfach mal auch, ne? Ich weiß nicht, wie man das am besten sehen kann. Ich bin gerade extrem überwältigt von diesem Produkt. Ich kann es halt leider nicht für zum Baden nehmen, weil ich habe halt keine Badewanne, was nicht schlimm ist, ne? Aber für solche Produkte hätte ich gerne eine Badewanne. So eine Aufklapp-Badewanne oder sowas. Kann ich aber uns in den Teich schütten, aber ich glaube, dann killt mich mein Freund. Und es könnte im Winter auch gegebenenfalls etwas kalt werden, ne? Okay, dann gucken wir uns mal die Nummer 3 an. Da, 3, steht sogar drauf, ne? Also den Adventskalender vom letzten Jahr konnte ich mir auch sehr gut für meine Mama vorstellen, für meine Schwiegermama in Spee und so weiter, von Biodroga Golden Caviar Radiance and Anti-Age Sleeping Cream Serum, 15 Milliliter. Also das ist eine Nachtcreme, was gleichzeitig ein Serum ist. Sehr, sehr interessant. Und das soll entsprechend eine Antifaltenwirkung haben. Finde ich cool. Und 15 Milliliter, vor allem in so einem Glaspöttchen, ne, finde ich auch sehr hochwertig, sehr, sehr cool. Mag ich. Hier ist die Nummer 4, die ist genau unter der Nummer 1. Ja, das haben wir jetzt auch öfters mal in Boxen und so drin gehabt von Vella Dry Me Dry Shampoo. Das ist einfach ein Trockenshampoo mit 65 Millilitern. Ne? Gibt Leute, die das benutzen. Ich benutze das nicht. Also ich denke, dass der Großteil der Bevölkerung sich darüber freut. Ich persönlich bin einfach kein Trockenshampoo-Mensch. Ne? Verwende ich nicht. Ich mache mir kein Volumen in die Haare rein. Ich mache mir kein Styling in die Haare rein. Ich lasse die einfach, wie sie sind und dann ist gut. Hier oben befindet sich die Nummer 5. The Organic Pharmacy, eine Kollagenmaske, die Energie und Glow geben soll. 20 Milliliter sind hier enthalten und das ist eine sehr interessante Verpackungsform von einer Maske, oder? Also, es wird ja keine Haarmaske sein. Nö, ist für die Haut. Und das machst du dir einfach in einer dünnen Schicht auf dein gereinigtes Gesicht und dann wäschst du das nicht ab, sondern lässt es einfach drauf und dann machst du deine Feuchtigkeitspflege drauf. Interessant, oder? Sehr interessant. Ja, und hier steht auch nicht drauf, wie lange man das einziehen lassen soll. Man soll es einfach einziehen lassen. Interessant, sehr interessant. Kommen wir zu Nikolaus. Und Nikolaus ist hier bei der 6. Die Box ist
prall gefüllt. Nee, es fühlte sich nur so an. Ach Gott, wir haben hier sogar dekorative Kosmetik drin, das wusste ich nicht. Finde ich geil. Hier haben wir von Clinique eine Mascara drin. Aber leider ist hier die Schrift ab, deswegen kann ich euch leider nicht komplett... Ich würde sagen, das ist die High Impact Mascara, ne? Das ist diese hier. Und ja, die mache ich jetzt nicht auf, weil ich habe sie schon da. Cool, ich dachte, wir hätten hier wirklich nur Pflege drin. Das überrascht dann so ein bisschen, ne? Mag ich. Hier ist die Nummer 7. Oh, das riecht gut. Lacoste Pure Farm Timeless, eine Körperlotion, eine Bodylotion mit 50 Millilitern. Riecht wirklich, wirklich toll. Und sowas kann man halt auch zum einen verwenden, einfach so als Parfümersatz. Oder wenn du das Parfum da hast, als Intensivierer von deinem Parfum. Ich finde das cool. Ich mag solche parfümierten Bodylotions. Die haben meistens nicht so die unbedingte Pflegewirkung, aber sie riechen einfach gut, ne? Ja, boah, die Nummer 8 ist ganz schön groß, aber sehr leicht. Oh! Bio-Effekt EGF-Serum, zellaktivierendes Serum, 3 Milliliter? Das muss ja super teuer sein, wenn das in so einer großen Verpackung drin ist und nur 3 Milliliter drin sind, ne? Ist das eine Ampulle oder sowas? Nee. Boah, krass. Also, das wird teuer sein, Leute, oder? Hammer. 3 Milliliter in so einem kleinen Flakon. Testmuster nicht zu verkaufen, steht hier drauf, aber es ist okay. Reduziert das Erscheinungsbild von Fältchen und Falten. Erneuert, belebt und regeneriert die Haut. Erhöht die Hautdicke und Hautdichte. Versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit. Verbessert die Ausstrahlung und den Teint. Sorgt für geschmeidige und straffe Haut und so weiter und so fort. Enthält nur 7 Inhaltsstoffe, bla bla, ohne Konservierungsstoffe. 46% Erhöhung der Hautfeuchtigkeit und 53% Reduzierung des Erscheinungsbildes von Falten. Also, ich glaube, das gönne ich mir mal, ne? Das kann mich bis Weihnachten dann wunderschön aussehen lassen. Faltenfrei, jugendlich, frisch. Irgendwie so. Hier unten haben wir die Nummer 9. Von Barbour, schön. Skinovage Moisturizing Cream Rich. Das habe ich, glaube ich, als großen Tiegel. Hier sind 20 Milliliter enthalten. Und das ist einfach eine reichhaltige Pflege, die dir das Gesicht pflegt. Das finde ich gut. Das mag ich. Und nun kommen wir bereits in den zweistelligen Bereich. Hier haben wir die Nummer 10. Quadratisch, praktisch, gut. Vielleicht. Man weiß es nicht. Man wird es sehen. Oh, was für die Haare. Schön. System Professional Repair Shampoo 1, 2, 3, 4. Verstehe ich nicht. Für, nee, repariert geschädigtes, nein, repariert intensiv ihr geschädigtes Haar. Das ist toll. Hier sind, ich weiß noch nicht, wie viel Milliliter. 30 Milliliter enthalten. Genau. Steht ganz versteckt hier an der Seite. Und das ist dieses System Professional, ist ja eine ganz, ganz hoch. Das ist ja so eine Friseurmarke, ne? Riecht sehr angenehm pflegend. Also da freue ich mich drauf. Das ist gut. Meine Haare können grundsätzlich Pflege vertragen. Jetzt sehen sie gerade sehr, ja, aus, wie sie aussehen, ne? Ich habe halt heute Morgen einen Zopf drin gehabt und jetzt haben wir es abends um 20.46 Uhr. Ich habe gearbeitet und so weiter und so fort. Und ja, so sehen sie halt über den Tag dann irgendwann aus. Direkt über der 10 haben wir hier die Nummer 11. Oh ja, von Ahava. Time to Clear. Eine Purifying Matte Mask. Geil, eine klärende Schlammmaske mit 20 Millilitern. Die soll die Haut klären. Sowas mag ich ja, ne? Das ist ja echt voll meins. Ich mag Masken richtig gerne. Ich mag es, wenn es halt auch so klärende Masken sind, wenn da nicht halt so unfassbar krasse Inhaltsstoffe drin sind, sondern wenn es natürlich ist. Denn dann habe ich irgendwie einfach das Gefühl, dass meine Haut es besser tut und dass sie nicht nochmal weiter überreizt wird. Weil dadurch, dass sie dann ja in dem Moment zum Beispiel zur Erdbeerwoche unrein ist, brauche ich jetzt nicht nochmal extra irgendwelche krassen Geschichten auf mein Gesicht geben, finde ich. Also das ist immer so meine Einstellung. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade, ne, den Moment, wo ich sowas gerne verwenden würde. Und da habe ich einfach das Bedürfnis, meiner Haut was Gutes zu tun, weil mein Körper ja sowieso schon am Ausrasten ist. So, das war die Nummer 11 und jetzt kommen wir zur Halbzeit. Die Nummer 12, die ist hier unten. Ja, was sage ich dazu? Einerseits ist es eine coole Halbzeit, weil ich die Produkte mag. Andererseits werden sich manche tierisch darüber aufregen. Aber hey, wir haben immerhin zwei Dreierpacks von den Invisibobbles. Einmal in Silber und einmal in Gold. Und komm, das passt doch zur Weihnachtszeit. Da beschweren wir uns doch nicht von den Farben her. Und okay, ja, dass diese Invisibobbles drin sein müssen, die hast du irgendwie in gefühlt jedem Adventskalender drin. Immerhin sind es die Originalen, das ist okay. Und wir haben hier einfach 6 Stück. Das ist dein Jahresvorrat fast schon, ne? Also, ja, okay. Ich hatte so gehofft, dass hier kein Füllmaterial drin ist, Leute. Okay, die Nummer 13. Die ist hier unter der Nummer 7.
Dann schauen wir mal, was die zweite Halbzeit zu bieten hat. Das ist von Hugo Boss, das ist für einen Mann, ne? Von Boss Bottled. Da freut sich drüber. 50 ml Schauergel, das ist sein Lieblingsparfum. Und jetzt ist da noch ein Duschgel mit bei. Halt genau der gleiche Effekt wie bei dem Frauenduschgel. Aber ich finde es witzig, weil das hier, gut, ja, die Pflegeprodukte kannst du auch unisex verwenden. Aber das ist ja jetzt allein anhand der Farbe doch schon eher so ein Frauen-Adventskalender, ne? Und da dann Männerprodukt reinzupacken. Finde ich ähnlich kritisch wie bei den Rituals Adventskalendern, wenn man da Männerprodukte drin findet. Gut, aber dann hat man vielleicht irgendwie, dass man dem Freund dann auch mal was schenkt, weil man die ganze Weihnachtszeit über schöne Produkte auspackt und der Freund leer ausgeht und dann denkt man sich, ach komm, eins kannst du haben. Keine Ahnung, finde ich ein bisschen weird, aber gut. Hat jemand die 14 gesehen? Da! Das ist schon schön von der Verpackung her, aber super leicht, als wäre da nichts drin. Aber da ist was drin. Und zwar, das ist neu, Vitamin C Ceramid Kapseln Radiance Renewal Serum. Also das soll dir Strahlkraft geben und dich erneuern und ein Serum sein. Von Elizabeth Arden. Da sind 7 Kapseln drin und insgesamt 3,2 ml. Und es ist quasi eine Luxusprobe, ne? Aber du kannst dir das garantiert halt auch in groß kaufen oder vielleicht sogar so, ich weiß es nicht. Aber dann hast du quasi so eine 7-Tage-Testreihe, die du machen kannst. Und das sind halt so Viecher, die du, da machst du halt den Pinöppel oben ab und dann kannst du das Serum aus diesem Sachet halt rauspressen. Ist ganz cool, komm, ne? Ja, so ein Serum. Und ich glaube, das ist auch relativ hochpreisig. Also von daher, ist okay. Und ich glaube, ja gut, ein paar Marken kannte ich schon, aber das ist eine der wenigen Marken, die ich hier tatsächlich auch schon so als Mainstream bezeichnen würde. Fast schon. Wobei auch Elizabeth Arden so eine, ja, Nischenmarke ist, ne? Das ist echt Nischenkosmetik hier in diesem Adventskalender. 15 haben wir hier oben. Ich finde es spannend. Man weiß echt nicht, was kommt, ne? Hier haben wir von System Professional Keratin Restore Mask. Geil. 30 ml und das ist mit Öl. Lux Oil, keine Ahnung. Und das ist halt eine Haarmaske, ne? Passt dann halt auch echt zu dem Shampoo, was wir schon drin hatten. Das mag ich gerne leiden. Oh, das riecht mega gut. So ein bisschen nach Mandel. Boah, angenehm. Finde ich klasse. Die Nummer 16 versteckt sich hier. Oh, damit hätte ich auch nicht gerechnet. Lip Glow von Alcina. 5 ml sind hier enthalten. Und das scheint ein Lipgloss zu sein. Die Farbe ist interessant. Die ist wirklich interessant. Wie heißt die Farbe? Die hat keinen Namen, oder? Doch. Bold Nude 020. Von Alcina habe ich ein Lippenöl, was mir sehr gut gefällt. Oh mein Gott. Das sieht sehr deckend aus, ne? Riecht unspektakulär. Okay, aber das ist tatsächlich ein Lipgloss. Ja. So schaut das aus. Das sieht gut aus. Die Farbe mag ich. Also ich habe jetzt erst so gedacht, als ich das hier gesehen habe, okay, es ist Matsche, ne? Die Farbe ist schon krass. Aber wenn ich das jetzt so auf der Hand sehe, gefällt die mir voll gut. Wenn man mal einfach so ein bisschen dunklere Lippen haben möchte, macht man sich da so einen Hauch von drauf. Finde ich gut. Natürlich wird der Adventskalender jetzt immer etwas leichter. Naja, aber jetzt gehen wir zu der Nummer 17. Das ist die Woche vor Heiligabend. Ja, hier oben. Ah, Paco Rabanne Pure XS, 2x 1,5 ml. Okay, da sind 2 Parfümproben drin scheinbar. Joa, bin ich ja eigentlich nicht so der Fan von den Adventskalendern, aber gut, wir haben hier 2x 1,5 ml und das sind tatsächlich auch welche, die du sprühen kannst. Das ist okay, ne? Werde ich aufbewahren für meinen Parfüm-Adventskalender, wobei, ja, Paco Rabanne Pure XS, ist das nicht, das habe ich doch da, ne? Das ist ein Frauenparfum. Kriegst du jetzt hier natürlich nichts durch. Also wenn das für Frauen ist, weil eigentlich ist es jetzt nicht unbedingt, ja, for her. Genau, dann ist es nämlich eins meiner Lieblingsparfums. Das ist sehr, sehr sanft und echt schon süß fast, ne? Mag ich gerne leiden. Aber ich bastel ja einen Parfüm-Adventskalender zur Verlosung und da wird das mit reinwandern. Oder wie auch immer in einen anderen Adventskalender. Ich muss mal gucken, wie viel Parfümproben oder Mini-Parfums ich schon habe. Denn irgendwann ist er ja auch mal voll, ne? Hier unten haben wir die Nummer 18. Das hat ein bisschen gedauert, bis ich sie gefunden habe, wenn ich ehrlich sein darf. Oh, hier haben wir wieder was von Barbour drin. Und zwar Skinovage Moisturizing Serum. 15 ml sind hier enthalten. Und ich meine, das hatten wir sogar in der Glossybox Barbour Edition drin, oder? Mega.
nicht günstig, Leute. Gerade Serien, wenn Serien in Adventskalendern sind, dann gehen bei mir direkt so die Alarmglocken an. Teuer, teuer, teuer. Aber Babo ist auch eine schöne Marke. Also das pflegt mich gut, das tut mir gut. Und deswegen, ich finde es cool, dass wir hier schon einfach zwei Produkte von Babo drin haben. Geil. Aber ich denke auch, dass die anderen Produkte recht hochpreisig sind. Aber gut, Nummer 18. Die Nummer 19. Was haben wir denn in dem letzten einstelligen Dings drin? Von Escada Fleur de Sol Perfume Body Lotion. 50 ml sind hier enthalten. Okay, ja, das habe ich noch gar nicht gerochen. Kenne ich nicht. Oh, riecht das blumig angenehm. Mega. Auf die Nummer 20 habe ich mich die ganze Zeit schon gefreut, denn die ist so groß. Die ist echt riesig. Dann gucken wir mal rein. Achso, nee, drin. Oh, hier sind zwei Sachen drin. Ich habe mal kurz gekegelt hier. Und zwar beides von Indola. Sagt mir nichts. Da haben wir einmal Finish Flexible Hairspray 50 ml, also ein Haarspray. Und dann haben wir hier 30 ml Smooth Treatment. Das ist eine Haarmaske. Das ist auch cool. Das ist jetzt die zweite Haarmaske, die wir hier drin haben, aber finde ich nicht schlimm. Also Haarmasken kann ich immer gut gebrauchen. 30 ml habe ich ruckizuck aufgebraucht und ja, finde ich cool. Oh, das riecht auch so angenehm. Ich liebe es, ne? Hier haben wir schon die Nummer 21. Oh, ich will irgendwie echt nicht, dass es vorbeigeht. Auch wenn wir hier echt, ne, viel Pflege und so drin haben und ich eigentlich mehr als genug Pflege habe. Es gefällt mir, hier so coole Produkte auszupacken. Das ist ein kleines Produkt von Yorgobe, eine Handcream mit 5 ml. Okay, das ist traurig. Okay, ja, süß, niedlich, eine Handcreme für ein paar Anwendungen. Ja, also das soll entsprechend schnell einziehen und deine Haut sanft machen und nähren und schützen bis zu 72 Stunden. Ja. Viele tolle Sachen sind da drin. Und hier steht Sample Not for Sale drauf, was ich persönlich schlimm finde. Aber schon das jetzt so in Relation zu allen anderen Produkten ist schon mau, ne? Und dann rechne ich das nachher aus und habe dann so einen Ultrapreis von dem Produkt und denke mir beim Schneiden, oh, was rede ich denn da? Aber nein, ich würde es trotzdem, wenn ich den ausgepackt hätte und so eine Handcreme da drin gehabt hätte, hätte ich mich, glaube ich, so ein bisschen so, ja, vorher hast du zwei Produkte drin und jetzt hast du so ein kleines Mini-Vieh drin. Die letzte Schnapszahl, die Nummer 22. Oh ja, das ist ein Produkt von der Basler Eigenmarke, Detox Deep Cleanser Shampoo. Und das ist ohne Silikone, 100% vegan, mit Hammermelis und Algenextrakt und frischem Yuzu und Zitrusduft, 30 ml. Ja, ich wusste schon, dass die eine Eigenmarke haben. Hatte ich im letzten Adventskalender nämlich auch drin. Doch, aber... ja, das kann ich dann halt so dienstags und freitags nehmen, um meine Haare nochmal richtig durchzureinigen. Da kann ich mir das gut vorstellen, denn eigentlich mag ich Zitrusduft nicht so gerne. Was ist denn wohl am Tag vor Heiligabend drin in der Nummer 23? Der dazu passende Conditioner. Okay, 30 ml. Na gut, passt zusammen auf jeden Fall. Ja, komm. Und hier haben wir die Nummer 24. Riesengroß, Heiligabend, genauso groß wie die Nummer 20, aber auch super schwer. Da bin ich jetzt vorsichtiger, nicht, dass hier auch zwei Produkte drin sind und ich knall das wieder so raus. Nee, das ist von Milkshake Whipped Cream Leave-In Foam. No Rinse Conditioning and Protective Creamy Foam for All Hair Types. Das sind 100 ml enthalten. Und das soll ein cremiger Schaum sein, der deine Haare dann pflegt. Du musst es nicht auswaschen. Also quasi ein Leave-In Conditioner. Und das ist eine Whipped Cream, also quasi eine aufgeschäumte Creme. Und da bin ich gespannt. Sowas mag ich ja gerne. Doch, das gefällt mir. Und das soll das Ganze halt heilen und vor allem so gefärbte Haare habe ich nicht, schützen. Ja, ne? Das finde ich auch cool. Also zum Ende hin sehr haarlastig geworden tatsächlich. Das war jetzt ein bisschen ulkig, um ehrlich zu sein. Denn ansonsten fand ich den Adventskalender sehr, sehr ausgewogen. Da war eine schöne Mischung drin aus verschiedenen Pflegeprodukten und sogar das ein oder andere dekorative Kosmetikprodukt. Ein bisschen Parfum auch mit dabei gehabt, fand ich extrem geil. Also wenn ich jetzt auch so vor mir auf den Tisch schaue, sehe ich hier wirklich wundervolle Produkte. Und es sind nicht 24, nicht 25, es sind 26 Produkte und das gefällt mir. Das finde ich klasse. Also das ist mal ein empfehlenswerter Adventskalender, oder? Für 59,99. Vielleicht gibt es dann auch irgendwie eine... Rabattaktion oder so, müsst ihr mal schauen. Aber ja, für den Preis, finde ich, lohnt sich der Adventskalender.
Für die Verlosung habe ich mir wieder 5 Produkte ausgesucht und starten werde ich mit dem, ja komm, mit der Handcreme. Immerhin besser als Telefonkabel-Haargummis, Leute. Dann von The Organic Pharmacy die Kollagenmaske. Dann habe ich hier den Badezusatz von Susanne Kaufmann. Die Mascara von Clinique. Und von Vella das Trockenshampoo. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ja, wie gesagt, geiler Adventskalender, hat mir richtig Freude gemacht, den auszupacken. Und weiß ich nicht, wie hat er dir gefallen? Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Und wenn dich das interessiert, wo man den kriegt, schau auch in die Infobox, da habe ich den verlinkt. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2020. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!